Hallo zusammen, Wechselrichter, Vorrangschaltung. Ihr kennt das Thema, ich habe ein Wohnmobil oder ein Boot und da habt ihr eine Außeneinspeisteckdose. Wenn ihr außen einspeist, habt ihr bei diversen Steckdosen im Wohnmobil Strom. Zieht den Stecker raus, steht ihr irgendwo wild, habt ihr kein 230 Volt auf dem Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot. Also, ich habe eine Batterie und setze mir so einen Wechselrichter ein, dass ich dann die Kaffeemaschine betreiben kann, wenn ich irgendwo stehe oder in der Bucht liege. Mache ich euch ein Video Kaffeemaschine am Schluss mit diesem Wechselrichter. Ja, jetzt gibt es diese Wechselrichter, das sind einfache Wechselrichter, die haben keine Vorrangschaltung drin. Und das mit der Vorrangschaltung auf 230 Volt ist auch nicht ganz so einfach, weil zum Beispiel das Ladegerät, was in jedem Wohnmobil drin ist, das darf ja nicht laufen, wenn ich einen Wechselrichterbetrieb habe. Da habt ihr ein Perpetuum mobile, funktioniert nicht. Also muss ich an sich, wenn Landstrom ist, darf das Ladegerät laufen. Wenn ich Strom von Wechselrichter habe, darf das Ladegerät nicht funktionieren. Und jetzt diese Steckdose, die ich irgendwo in der Küche habe, da möchte ich Strom haben, zu meiner Kaffeemaschine betreiben oder im Badezimmer den Föhn, funktioniert mit diesem Wechselrichter. Jetzt muss ich zwei Steckdosen haben, mal für 230 Volt LAN-Anschluss und mal für 230 Volt vom Wechselrichter. Habe ich zwei Steckdosen, wenn ich das nachrüsten will, die Kabel nach hinten ziehen und so weiter, wird schwierig. Wie machen wir das bei uns? Wir haben eine solche Wechselrichter-Vorrangbox. Ist eigentlich nichts Heftiges. Wir haben hier unten die Eingänge. Hier kommen wir rein. Wir sehen es hier auf dem Deckel vielleicht besser. Wir kommen rein mit dem Eingang vom Netz. Normal 0 und L. Die Erde. Wir haben hier drin keine Erde, aber die Kabel, die hier ankommen, haben ja alle noch gelb-grünen Leiter, die Erde, und den hängen wir einfach hier alles zusammen, weil hier kann ich in dieser Box nichts erden. Aber die Erde muss verbunden werden. Da habe ich den Eingang von Wechselrichter. Ich habe einen Ausgang ans Bordnetz, eben zum Beispiel diese Steckdose, die in der Küche sitzt oder sonst irgendwo noch eine Steckdose, da muss ich ja dann 230 Volt haben, ob das von außen ist oder vom Wechselrichter. Und dann kommt das Ladegerät, der Kühlschrank und der Warmwasserboiler. Das Ladegerät darf nicht laufen, wenn ich Wechselrichterbetrieb habe. Das macht keinen Sinn. Beim Kühlschrank habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe einen Absorberkühlschrank, der läuft auf Gas. Es macht keinen Sinn, wenn ich den über einen Wechselrichter über 230 Volt betreibe. Da braucht er einfach zu viel Strom. Und wenn ich einen Kompressorkühlschrank habe mit der Vorrangschaltung, das gibt es, dass er auf 12 Volt läuft und 230 Volt, das macht nur Sinn, wenn ich den auf 230 Volt anschließe an Landstrom. Wenn ich den Wechselrichterbetrieb habe, dann muss der Kühlschrank weiter auf 12 Volt laufen, weil das hat keinen Sinn, von der Batterie hoch in Wechselrichter mit Spannungsverlust und dann wieder runter über ein Netzgerät, was meistens drin ist, auf das 12 Volt. Also kann ich den Kühlschrank weiter im Wechselrichterbetrieb normal über 12 Volt durchbetreiben. Warmwasserboiler, den ich habe in kleineren Wohnmobilen, auch Booten,
Den kann ich an Landstrom aufladen im Hafen, da habe ich dann warm Wasser, das funktioniert auf dem Campingplatz, das ist kein Thema. Nur warm Wasser erzeugen mit dem 12 Volt über den Wechselrichter, in kleineren Wohnmobilen macht das keinen Sinn. Und vor allem, die Batterie ist ruckzuck leer. Aus diesem Grund kann ich hier dann eben Warmwasserboiler, was kommt euch sonst noch in Sinn, was an sich 230 Volt betreibt wird, aber über einen Wechselrichter keinen Sinn macht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wir sind noch an einer zweiten Box, ob die dann kommt oder nicht, das ist das Thema. Diese Box bleibt, die ist auch, hat hier eine Deckeldichtung drin. Die ist IP67, wasserdicht. Ich habe hier die Stopfbüchsen, ich habe auch noch Reservestopfbüchsen, wenn ich eben mehr Kabel habe, zum Beispiel, hier ist jetzt nur ausgelegt aufs Ladegerät, eben wenn ich jetzt einen Kühlschrank noch anschließen will, das kann ich alles hier drüber, über die Box anschließen. Ja, so lösen wir es mit dieser Box, wenn wir hier einen Wechselrichter bei uns nachrüsten. Wenn ihr Interesse habt an der Box, schreibt uns, ob das was ist, ob die zu klein ist. Sie ist klein, es ist relativ eng, dann da drin die Boxen anzuschließen. Was auch dazu kommt, ist FI-Schalter, das ist hier nicht drin, das ist ja meistens schon in diesen Wohnmobilen drin. Absicherung ist hier nicht, das ist eine reine Umschaltbox und das soll sie auch bleiben. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Umschaltbox, fragt mich unten in den Kommentaren. Ich mache euch eben hier ein Video, wie ich mit dem Wechselrichter die Kaffeemaschine betreibe, was das Strom braucht. Ich mache euch ein Video über diese Batterie und das soll es gewesen sein und ich wünsche euch einen schönen Tag.